Hinter dem Akronym NASH verbirgt sich der erste Ansatz des ÖSV, mit dem Next Austrian Snow Hero den Nachwuchs im Freestyle- und Freeride-Bereich zu fördern. Auch in St. Anton, einem der 16 Tourstandorte, konnten sich die 7- bis 12-Jährigen beweisen und ein Ticket für ein Abschlussevent in Bad Gastein erringen. Wir haben heuer zum ersten Mal eine Sparte im ÖSV, die der Rio, also der Christian Rierwetz, betreuen wird. Und im Hinblick auf die Youth Olympic Games 2012 wurde da eben eine Gruppe gegründet. Das Langziel ist auf jeden Fall die WM am Kreisberg 2015. Und wir sehen einfach diese Entwicklung im Freeski, die geht auch beim ÖSV nicht vorbei. Das wird auch sicher honoriert werden. Ich tue jetzt seit 3 Jahren Freeski fahren und das taugt mir halt voll. Seitdem ich da jetzt im STR News Club Team für St. Anton bin, weil da wird es auch voll gefördert. Man kriegt viel bezahlt für Contests. Ja, das ist einfach cool. Was machst du jetzt für einen Trick? Ein 540 Tail Grab. In Bad Gastein werden wir 2 Bewerbe haben. Das wird ein Mini-Cross sein. Da wird es mit Rollern, mit Steilkurven, mit kleinen Jumps werden die Kids da durchfahren. Und der andere wird das Lobstyle sein. Und es wird so ausschauen, dass aus der Kombinationswertung von den 2 Bewerben ergibt sich dann der Next Austrian Snow Hero. Es wird sowohl im Snowboarden als auch im Freeski geben. Tust du gern freestylen? Ja. Und warum? Weil es Spaß macht. Macht es Spaß? Macht es mehr Spaß wie Racen oder wie Stangen fahren? Oder ist es gleich? Ja, viel mehr Spaß. Ja. Was hast du da heute bei der Sichtung vorgenommen da am Rändl? Ja, dass ich in Physik mache. Na, ich erhoffe mir da jetzt nicht viel, aber ich denke mir einfach, ich weiß auch nicht, ob er talentiert ist, aber es macht ihm Spaß und ich möchte ihn da halt irgendwie unterstützen und fördern, weil ich einfach merke, dass er glücklich ist, dabei zu sein. Ich mache jetzt bei der ersten Box so 3/4 Drehung auf und dann mache ich nur so eine halbe Drehung und dann switch runter, also rückwärts runter. Das heißt in der Fachsprache? Zu 70er und set change, switch aber. Das ist natürlich für den ganzen Sport, für den ganzen Ding ist das, wenn der ÖSV sich dafür interessiert, wenn der was macht, dann hat das einfach ganz eine hohe Wertigkeit, was dadurch entsteht. Und es ist dann immer nur, dass man sagt, jetzt da sind junge Leute, die was einfach verrückt über Schanzen drüber springen, sondern es hat dann was mit einem Hochleistungssport zu tun, der was auch wirklich professionell gecoacht wird, der was professionell angeschaut wird und der was auch gefördert wird. Und das, glaube ich, ist durch diese ÖSV-Geschichten ganz eine tolle Sache.